meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Älter werden, unsichtbar mit 50, darum soll es heute gehen. Das ist mein heutiges Videothema. Ich und fünf andere Frauen, wir haben uns zusammengetan und uns entschlossen, einmal darüber zu diskutieren und ein Video dazu zu machen, wie sich das aus der jeweiligen Sicht der einzelnen Personen verhält. Ich würde gerne erzählen, wie mir das gegangen ist. Habe ich da überhaupt einen Bezug zu diesem Thema? Und die anderen Frauen werden das genauso tun. Und zwar haben wir uns, wir haben lange diskutiert, welches Thema könnte interessant sein für die Frau ab 50. Aber ich denke auch, dass das wohl auch für die Frau ab 40 schon ein Thema ist, worüber wir gerne sprechen wollen würden. Und zwar möchte ich euch da die Kanäle der anderen Damen auf jeden Fall ans Herz legen. Es ist einmal Fab 40 Style, die Harmony Beauty, die Bärbel Schäfer, die Kirsty Coco und die Swedish Mom. Die Frauen haben mit mir zusammen heute um 18 Uhr ein Video hochgeladen zu genau diesem Thema. Älter werden, unsichtbar mit 50. Und wenn euch interessiert, was ich dazu zu sagen habe und ob mich das genauso betrifft, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Ja, älter werden, klar, ich werde auch älter, ich habe auch meine Probleme damit. Und aber unsichtbar mit 50, ich muss gestehen, dass ich da erstmal so ein bisschen drüber nachdenken musste und überlegen musste, was ist überhaupt damit gemeint. Und fühlte mich da gar nicht so sehr angesprochen, muss ich sagen. Kommt wahrscheinlich auch daher, weil ich nicht im Berufsalltag stehe und auch glücklich verheiratet bin seit 35 Jahren und da eventuell das noch einmal aus so ein bisschen einer anderen Blickrichtung sehe. Zudem bin ich ja sehr, sehr beschäftigt. Ihr wisst, ich habe 9 Kinder und auch meine Enkelchen halten mich ständig auf Trab. Die Kinder sind zwar alle schon erwachsen oder fast alle und es ist aber trotzdem so, dass sie alle noch zu Hause leben, wie ihr auch jetzt seht. Der Hund bellt, die Tür hat geklingelt, ich komme gleich wieder. So, das war tatsächlich niemand, sondern mein Sohn hat den Hund geärgert und deswegen hat er gebellt. Also es hat nicht geklingelt, so wie ich gedacht habe. Ja, hat auch damit zu tun, dass ich natürlich gar nicht so den Kopf habe, mich mit mir selbst so viel zu beschäftigen. Das war aber mal anders, als ich nämlich in die 40 gekommen bin und in die Wechseljahre gekommen bin. Und deswegen meine ich auch, ist das betrifft dieses Thema vielleicht die Frau um die 40 noch gar nicht so stark, weil sie einfach noch viel zu sehr mit den anderen Themen in ihrem Leben beschäftigt ist, sprich die Wechseljahre, die einen wirklich zermürben können und die einen in Stimmungsschwankungen versetzen, die einen zum Teil das Leben doch mal total umkrempeln lassen, die Überlegungen zulassen, die wir vorher nie hätten in Erwägung gezogen. Und außerdem gibt es für die Frau um die 40 auch meistens noch ganz andere Sachen, die sie in Beschäftigung halten, wie zum Beispiel Kinder, die oft auch noch gar nicht ausgezogen sind, die vielleicht sogar selber noch in der Pubertät sind, die Kinder meine ich natürlich, und dass sie da vielleicht so beschäftigt ist, dass sie gar keine Zeit hat zu bemerken, dass die Umwelt eventuell sie gar nicht mehr so wahrnimmt, wie sie es eigentlich verdient hat. Das betrifft meiner Meinung nach ganz besonders Frauen, die berufstätig sind. Ich denke, dass dort die wesentlich jüngeren Frauen viel höhere Chancen haben, aufzusteigen, mit Projekten vertraut zu werden, ein hohes Gehalt zu beziehen, einfach Aufmerksamkeit von der Gesellschaft zu bekommen, als das für die Frau um die 40 oder 50 einfach dann noch der Fall ist. Ja, da müssen dann schon ganz andere karrieretechnische Leitern erklimmt worden sein, wenn da trotzdem noch eine große Aufmerksamkeit sich auf die Frau um die 40 oder 50 richtet. Da kann ich aber so nicht mitreden. Ihr wisst, ich bin die meiste Zeit meines Lebens mit der Kindererziehung meiner 9 Kinder beschäftigt gewesen, sodass ich so eine Karriereleiter nicht habe erklimmen können, wenn ich es auch gern gewollt hätte. Aber das muss man dann halt auch abwägen. Ne? Wenn ich 9 Kinder in die Welt setze, dann möchte ich auch, dass die gut versorgt sind, dass sie ihre Mama haben, dass die Mama sich hundertprozentig um sie kümmern kann. Und ansonsten ist das mit einer Großfamilie kaum richtig und gut versorgt über die Bühne zu bringen. Also dass ich eigentlich auch noch mit dem 40. Lebensjahr voll beschäftigt war, nur kamen da leider die Wechseljahre dazwischen. Ich habe schon mal ein Video drüber gemacht, was mich da alles erwischt hat, könnt ihr dort gern einmal nachschlagen, hätte ich fast gesagt, einmal nachschauen. Das war alles nicht
ohne. Ich habe mein Leben zum Teil völlig umgekrempelt. Ich habe Hobbys entwickelt, wo meine Familie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und hat gedacht, Mann, jetzt hat sie nicht mehr alle. Ich habe ein Selbstbewusstsein entwickelt, das habe ich vorher noch nie an den Tag gelegt. Und da musste meine Familie schon arg schlucken. Und ich merkte aber, dass sich das mit 50 deutlich beruhigt. Da hat sich dann nur noch, da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt sozusagen. Ich habe da nur noch die positiven Dinge an mich herangelassen und alle negativen Dinge einfach ausgeblendet. Ich habe keine negativen Gedanken mehr zugelassen. Ich habe Handlungen, negative Menschen nicht mehr zugelassen. Ich habe keinen Kontakt mit Menschen, die mir einfach nicht gut tun. Das habe ich alles abgestellt und seitdem geht es mir auf jeden Fall besser. Also für mich hat sich persönlich dieses Thema ab 50 unsichtbar und älter werden gar nicht so eingeschlichen und ich habe es auch gar nicht so bemerkt, bis ich auf Social Media aktiv wurde, bis ich dann so letztes Jahr auf die Idee kam, jetzt meinen längeren Wunsch, den ich schon ziemlich lange mit mir herumtrage, nämlich YouTube zu machen, in die Tat umgesetzt habe. Und ich bin ja zuerst sehr aktiv auf Insta gewesen. Da merkst du das auch noch nicht so richtig. Also da geht es auch eher um Bilder, um schöne Bilder. Die kannst du dann ja auch so ein bisschen ins rechte Licht setzen, sodass vielleicht ein etwas zu dickes Bein auch gar nicht ganz so dick aussieht. Ich spreche da jetzt nicht von Fotomontage, das habe ich nie gemacht, aber man kann den Lichteinfall so setzen oder kann in einem Winkel fotografieren, wo vielleicht meine etwas kräftigeren Beine ein bisschen schlanker aussehen. Ein Beispiel. Da ist es mir noch gar nicht so aufgefallen, aber richtig aufgefallen ist es mir, als ich mit YouTube wieder richtig durchgestartet bin am Anfang des Jahres, nämlich, dass da sehr wohl die Jüngeren sehr schnell sehr viel mehr Beachtung finden als die Frauen ab 50, auch ab 40 noch gar nicht mal. Auch da merkst du noch, dass da auch noch viel mehr zu machen ist als ab 50. Da ist es mir erst richtig klar geworden, dass mein Alter sehr wohl eine Rolle spielt, ob ich bei einer bestimmten Zuschauergruppe Beachtung finde oder nicht. Klar, eine 20-Jährige guckt sich meine Videos, meine Schminktutorials und meine Tipps und Tricks, die ich eventuell bei Falten oder bei einer schlechter werdenden Haut oder bei Rosazie oder ähnlichem habe, wahrscheinlich nicht an, sondern sie wird sich ein anderes junges Mädchen angucken, die diesen perfekten Lidschatten schminkt und einen tollen Lidstrich zieht, als mich. Ja, das ist einfach so und da habe ich gar nicht so mit gerechnet. Ich dachte eigentlich, dass meine Tipps, die ich beim Schminken gebe, eine breite Masse erreichen sollte und kann und auch darauf ausgerichtet ist, aber ich habe sehr schnell gemerkt, das ist nicht der Fall, sondern es interessieren sich tatsächlich eher Frauen in meiner Altersgruppe auch für meinen Kanal. Bitte entschuldigt das Hundegebell hinten. Das Haus ist voll und ich würde jetzt aber gern ein Video drehen und deswegen ab und zu kommen dort Hundegebell, Geräusche oder Kindergeschrei. Meine Enkelin ist nämlich auch hier. Bitte entschuldigt dafür. Und habe mich dann immer damit beschäftigt, woran das liegen könnte. Und habe überlegt, warum das überhaupt so ist. Und ich bin eigentlich zu keinem richtigen Ergebnis gekommen, außer dass ich meine, was ich nach außen, welche Einstellung ich zu meinen Mitmenschen habe, dass das auch wieder auf mich zurückfällt. Also wenn ich positiv aufstehe morgens, wenn ich voller Elan mir die Haare mache, mir mein Gesicht eincreme, mit Foundation beschmiere, einen tollen Lippenstift raussuche, die passende Kleidung dazu heraus. Und wenn ich richtig Bock drauf habe, mich schön zu machen, mich schön zu fühlen, ich habe gute Laune, ich bin frisch, ich bin ausgeruht, ich habe ausgeschlafen, ich habe gut gegessen, ich habe meinen Kaffee getrunken, ich gehe gut gelaunt in den Tag, ich starte gut gelaunt in den Tag mit einem Lachen, mit einem freundlichen Wesen, trete ich den anderen Mitmenschen gegenüber, dann habe ich durchaus das Gefühl, beachtet zu werden. Wenn ich aber, und das kommt bei mir zum Glück relativ selten vor, schlecht gelaunt ausstehe, schlecht geschlafen habe, einfach unsichtbar sein möchte, sprich, ich mache mir die Haare nicht, ich mache mich nicht schön, ich ziehe eine Schlapperhose und ein T-Shirt über, möchte schnell zu Aldi und meinen Käse kaufen, den ich vergessen habe, lauf schnell durch den Regen in den Discounter, kauf mir das und möchte möglichst auch nicht von irgendjemandem angesprochen werden oder beachtet werden, ja, dann werde ich auch nicht beachtet. Und das ist so das
Grundprinzip, was sich ab 50 eigentlich bei mir herauskristallisiert hat. Je freundlicher und je lebensbejahender, belustigender, je aufgeschlossener ich in das Leben, in den Tag starte, umso mehr Aufmerksamkeit bekomme ich auch zurück. Also das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder in den letzten Jahren gemacht habe. Ich bin jetzt 53 Jahre alt und ich kann nur jedem Menschen diesen Tipp mit auf den Weg geben. Ihr bekommt das zurück, was ihr auch nach außen ausstrahlt. Wenn ihr freundlich seid, wenn ihr lebensbejahend seid, wenn ihr schön und frisch aussieht, wenn ihr eben eine lebensbelustigende Art und Weise den Mitmenschen gegenüber an den Tag legt, werdet ihr das auch zurückbekommen. Und ihr werdet ganz im Gegenteil nicht mehr unsichtbar sein, sondern ihr werdet viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen, als euch lieb ist. Also mir zum Beispiel ist es oft zu viel. Ja, ich würde mir schon mal so manchmal so einen Tag wünschen, wo ich denke, kann ich nicht mal eben, ne, schnell zum Supermarkt gehen, ohne dass mich 50 Leute angucken oder dass ich 100 Anrufe bekomme oder dass 100 Mal die Tür klingelt und jeder irgendetwas von mir will. Ich würde mir solche Tage wünschen, ein bisschen unsichtbar zu sein, ist aber natürlich auch von Lebenssituation zu Lebenssituation anders. Wenn ich jetzt eine Singlefrau wäre, die vielleicht eine große Tochter hat, die auch aus dem Haus ist, ich vielleicht nur berufstätig bin, zu meiner Arbeit gehe, wieder nach Hause und morgen das Gleiche nochmal von vorne anfängt, am Wochenende ich auch nicht viel zu tun habe, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass eventuell da diese Person Schwierigkeiten hat mit dem Älterwerden, mit dem, dass es ein Gefühl entwickelt, tatsächlich unsichtbar oder nicht gesehen zu werden. Das ist etwas, womit bestimmt viele Frauen in unserem Alter zu kämpfen haben. Aber jede von uns Frauen, die wir uns zusammengeschlossen haben, möchte das aus ihrer Perspektive erzählen, möchte erzählen, wie es in ihrem Leben ist und wie sie es vielleicht schafft, eben nicht unsichtbar zu sein, sondern wie sie es schafft, gesehen durchs Leben zu gehen, wie sie es schafft, Aufmerksamkeit zu bekommen, sei es im Beruf, im Privatleben oder auch in der Partnerschaft oder oft in der Partnerschaftssuche. Ich denke, dieses Herangehen an das Problem ist immer das Gleiche. Was du, wie du und warum du dich so gibst, wie du bist, das bekommst du auch wieder. Ja, wenn du positiver und freundlicher und herzlicher vor allen Dingen durchs Leben gehst und auch viel Verständnis für das Leben des anderen mitbringst und auch Privatsphären beachtest, Freundschaften pflegst, wenn du zu allen Mitmenschen höflich, ehrlich und nett bist, bekommst du das auch zurück. Da brauchst du dich nicht toll zurechtzumachen. Du brauchst nicht einen auffälligen Lippenstift zu tragen. Du brauchst keine auffällige Pep-Frisur zu machen. Du brauchst kein stylisches Kleid zu kaufen, sondern du bist in deiner Entscheidung, in deiner Erscheinung einfach so positiv dastehend im Leben. Das wird Aufmerksamkeit heranziehen an deine Persönlichkeit. Da braucht man sich keine Mühe geben. Im Gegenteil, je mehr Mühe man sich gibt, umso weniger klappt das. Ja, das ist gerade in der Arbeit mit einem anderen Menschen eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe. Je mehr ich versuche, etwas aufzusetzen und unnatürlich etwas zu sagen oder zu zeigen, was ich gar nicht bin, was ich gar nicht fühle, umso unechter wirkt es und umso weniger Erfolg habe ich in dem, was ich erreichen möchte, sondern man sollte sich einfach, denke ich, zur Eigenschaft machen, positiv, freundlich, nett und vor allen Dingen ehrlich auf den Mitmenschen zuzugehen, dann strahlst du schon in deiner Persönlichkeit, dann strahlst du in deiner Art und Weise, wie du mit dem anderen umgehst und das wird jeder Mensch merken. Also im Allgemeinen ist es so, dass jeder mich tatsächlich nicht sofort beachtet, ja, aber ich sofort mit meinem Lächeln, mit meiner freundlichen Art und Weise die Aufmerksamkeit des anderen
auf mich ziehe. Das ist etwas, was mir eigen ist. Ich lache gern, ich bin immer freundlich und höflich und achte die Privatsphäre des anderen. Ich verurteile keinen. Ich lasse jedem seine Persönlichkeit sein, wie er ist. Jeder ist halt so, wie er ist. Ja, sei es, dass er so geworden ist, dass er immer schon so war oder dass er eben so sein möchte. Und das habe ich als Mitmensch zu akzeptieren. Ob ich das gut finde oder nicht, ist ja eine andere Sache. Ich muss ja nicht mit dieser Person in Kontakt treten, wenn ich es nicht möchte. Ich kann ja mein eigenes Leben so gestalten, wie ich das möchte. Und genauso wie ich so sein möchte, wie ich bin und so akzeptiert werden möchte, wie ich bin, muss ich das auch dem anderen zugestehen. Und nur dann werden wir auch sichtbar werden, wenn wir natürlich, ehrlich, freundlich, hilfsbereit und vor allen Dingen die Privatsphäre des anderen beachtend bleiben. Das ist, glaube ich, etwas, was mir so mit 50 klar geworden ist. Und ich denke auch, dass man das nur so erkennen kann, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, wenn man glücklich ist, wenn man gesichert ist. Natürlich, auch das ist klar, dass wenn man starke gesundheitliche, finanzielle oder familiäre Probleme hat, es einem schon schwerfällt, dieses innere Gleichgewicht zu halten und auch zu behalten. Das ist sicherlich der Fall. Da muss man aber vielleicht versuchen, trotzdem immer auch das Positiv im Negativen zu sehen, denn alles Negative hat in der Regel auch etwas Positives und ich denke, wir können das alle schaffen, wenn wir uns bemühen. Denn wenn wir über 50 sind, haben wir schon so viel Lebenserfahrung gesammelt, wir haben schon so viel erlebt in unserem Leben und wir können doch drüber stehen, ob wir dünne Haare haben, ob wir einen dicken Bauch haben, ob wir große Füße haben oder ob wir jetzt glücklich verheiratet sind, 30 Jahre, ob wir 4 Kinder oder gar keins haben. Es gibt so viele andere wichtige Dinge im Leben, die wir dann als wichtig darstellen können, dass wir uns auf so einzelne Dinge, die in unserer Jugend wichtig waren, davon können wir uns doch befreien. Und das strahlen wir nach außen aus. Da brauchen wir uns gar keine große Mühe machen. Das ist mein Ratschlag, um eben nicht unsichtbar mit 50 durchs Leben zu gehen. Ja. Zum Schluss möchte ich euch nochmal ganz, ganz herzlich bitten, auch die 5 Frauen zu besuchen, die Fab 40 Style, die Harmonic Beauty, die Bärbel Schäfer, die Kirsty Coco und die liebe Swedish Mom. Die Kanäle, wie gesagt, werden in der Infobox verlinkt sein. Ich würde mich freuen, wie gesagt, auch wenn ihr in meinen Kommentaren über dieses Thema euch ein bisschen austauscht, denn es gibt so viele liebe Frauen auf dieser Welt und die haben es verdient, sichtbar zu sein. Und vielleicht können wir jeder Einzelnen ein bisschen auf diesem Weg begleiten und ihr helfen mit Tipps und Ratschlägen. Oder wir können vielleicht selber noch ganz viele Tipps und Ratschläge annehmen, die andere haben. Lebenserfahrungen, von Lebenserfahrungen profitieren, die diese Menschen gemacht haben. Ich würde mich freuen und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid, dass ihr mich wieder so ein bisschen auf meinem Erfahrungslebensweg begleitet habt und macht's gut. Bis irgendwann. Tschüss.